Herzlich willkommen zur Coffee Break, die ich heute mit Karin Hartl aus dem Studio Grazil in Klagenfurt verbringen darf. Hallo Karin. Hallo Bianca. Du, dein Studio ist ja ein kleines, sehr feines Frauenfigurstudio, schon seit 23 Jahren auf dem Markt. Kein klassisches Fitnessstudio, würde ich sagen, sondern du hast ein Slender You Studio. Kann man einfach mal nachgucken. Ich würde auch deine Seite verlinken, falls da einer mal neugierig ist. Aber kein klassisches Fitnessstudio. Das ist, glaube ich, für unser Coffee Break ganz gut zu wissen. Und du hast ja vor einiger Zeit Slim Belly integriert. Und ja, da ist meine Frage natürlich, was war so dein Gedanke dabei? Mein Gedanke war, weil ich habe bei mir im Studio einen Crosstrainer stehen gehabt, den ich immer nur abgestaubt habe und der nicht genützt wurde, und auch eine Vibrationsplatte. Da war ich die erste damals, die das überhaupt gehabt hat, und die wurde auch nicht mehr genützt. Ja, und dann ist das Angebot von dem Slim Belly gekommen. So, die Vibrationsplatte, die habe ich weggegeben, habe einen Ergometer, ein Fahrrad dazugegeben und habe damit den Slim Belly gestartet, und das läuft gut. Die Geräte werden genützt. Genau. Und jetzt wische ich nicht den Staub ab, sondern die Schweißtropfen unterhalb. Ja. So soll das sein. Das heißt, Genau. wir haben dann zwei Slim Belly Einheiten im Studio gehabt. Die Frauen waren fleißig in Bewegung, Schweiß ist Genau. getropft. Und dann hast du aber gesagt, das reicht mir nicht. Ich gehe jetzt auch das At-Home-Geschäft an. Und Genau. was war so die Chance, die du da drin gesehen hast? Angefangen hat das so, weil die Leute schon gesagt haben, ach, das Herfahren und eben das pünktlich sein und die erhöhten Treibstoffpreise. Dann habe ich gesagt, nehmt es für zu Hause, ihr seid flexibel, könnt es jederzeit nützen, da spart es den Treibstoff, oder sie kommen ein, zweimal in der Woche ins Studio für eine andere Behandlung. Und habe dann im Mai mit 10 Pumpen gestartet. Wollte eigentlich Werbung machen, aber habe dann im Studio die 10 Pumpen schon rausbekommen. Ja? Und genau, so hat das gestartet. Da erinnere ich mich noch dran, dass wir über Werbung gesprochen haben und dann war ganz schnell klar, brauchen wir nicht, die sind schon Genau. weg. Genau. Die große Nachfrage, die hat natürlich auch einen Grund. Deine Frauen sind erfolgreich, oder? Was erzielen die so für Ergebnisse mit ihrem Genau, Studio sie und erzielen wirklich Herzschläfertraining? sehr gute Ergebnisse. Ich motiviere sie in dem Sinn auch, dass sie das Gerät oder den Gurt oder Hose, was auch immer, auch wirklich benutzen. Sagen, ihr habt so was Tolles zu Hause und legt das irgendwo hin, wo das sichtbar ist. Weil manche denken dann einfach nicht mehr dran, ich habe da ja noch irgendwas, und gehen walken ohne diesem Ding, sage ich jetzt. Gell? Sag ich, legt das zu euren Schuhen dazu, dann ist das griffbereit bei der Hand. Gell? Oder manche haben auch schon einen Ergometer zu Hause gehabt, auch nur abgestaubt. Jetzt wird er eben genützt mit einem tollen Ergebnis natürlich. Dann gebe ich die Ernährungstipps dazu. Und wobei ich sagen muss, ich habe noch Kunden, die kommen wirklich zu mir ins Studio bar zu zahlen. Und das ist mir auch ganz recht, weil kann ich kann mich verlassen, die kommen auch pünktlich. Und dann brauche ich nicht anrufen oder noch telefonieren, wie es geht. Und die erzählen mir, wie es geht. Und ich motiviere sie. Wird auch gemessen zum Teil. Ja, Das so heißt, ist es. du hast Und ja wirklich nicht gut. sehr gut. Du hast ja Leute, die mit Slim Belly trainieren, mit dem Airshaper, Bauchgurt oder auch mit der Hose. Alles mit dabei und Frauen sind zufrieden. Hautbild, Genau. Umfangveränderung. Genau. Passt. Und bei mir ist dann auch so, weil es ist ja Corona auch nicht vorbei noch, gell? Also ich bin jetzt war gerade gestern eine Kundin im Studio, die war jetzt am Monat, ist jetzt gegen mit Corona, sie hat das nicht genützt, sie ist nur zahlen gekommen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, dann hängt mal, gib wieder einen Monat dazu. Also ich schaue immer, dass es für beide Seiten passt. Ja, sie wird das sicher verlängern, da lege ich die Hand ins Feuer und da komme ich schon sehr entgegen immer. Ja, habe ich gesagt, dass du das Monat nicht umsonst gezahlt hast. Ja, also wie gesagt, es muss immer für beide Seiten passen dann. Wo wir ja auch genau am richtigen Stichpunkt sind, für beide Seiten passen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite deine glücklichen Kundinnen und auf der anderen Seite wollen wir aber auch wissen, die Implementierung von Slim Belly und Airshaper hat es dir und dem Studio auch Vorteile gebracht? Ja, natürlich, gell, weil es sind schon dann Neukunden gekommen und die nehmen natürlich dann zum Teil, nicht alle, gell, auch andere Sachen bei mir in Anspruch. Gell. Ist egal, Körperwinkel oder das ist auch, kommt einmal für die Beweglichkeit zum Slendern. Gell, also natürlich. Ja,
Sehr gut. Und Karin, wenn du jetzt noch einen Tipp für andere Betreiber hättest, andere Studioinhaber, egal ob jetzt Frauen oder gemischtes Studio, was wäre so dein Tipp? Mein Tipp ist, probiert was Neues. Das ist etwas Leistbares. Ich habe keine großen Investitionen und dann kann man das immer ausweiten. Vor allem, was mir bei Slim Belly oder Air Pressure sehr gut gefällt, ich bekomme von der Firma Bianca Holz etc. wirklich immer Informationen. Ich werde motiviert, nachdem ich ein Personenunternehmen bin. Mich motiviert sonst keiner. Man kriegt sehr viel Werbeinformationen, Motivation und ich konnte es für mich nützen. Man soll es wirklich nützen. Gell? Die geben das ja nur weiter und das bleibt dann an mir. Was hole ich daraus? Ja, genau. Toll. Das freut mich total, dass das so ankommt und dass du auch für dich, wo du ja jetzt kein klassisches Fitnessstudio bist, trotzdem so viel Gutes und auch Marketing oder auch Tipps oder Ja. Motivation für dich rausziehen kannst. Ja. Genau. Sehr, sehr schön. Karin, vielen Dank, dass wir heute die Kaffeepause zusammen verbracht haben. Ich glaube, deine Einblicke sind auch für andere Studios spannend, egal ob für Frauenstudios oder kleine Studios, Boutique-Studios, normale Fitnessstudios. Ich glaube, jeder kann ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank. Genau so ist es. Danke für das Gespräch. Tschüss, Bianca. Bis dann.